jetzt hier weitermachen? Ja. Möchtest du das nochmal in den heutigen Kontext setzen und erzählen, ja, was es mit dir heute macht? Ja. Also mein Name ist Cornelia Reinhardt. Ich wohne schon seit 33 Jahren hier in Duisburg, verheiratet. Und was das mit mir in die heutige Zeit macht, ich werde von 10 Mal, 2 bis 3 Mal diskriminiert. Auf der Straße. Das heißt, also wenn ich jetzt irgendwo bin und ich gehe einkaufen und ich kann euch jetzt nur mal 2, 3 Situationen erklären. Ich war mit meinem Mann einkaufen und ich habe mit meinem Mann gelacht. Und vor mir war eine Kundin, eine Deutsche, die hat mich angeguckt und hat zu mir gesagt, ach, guck mal, wie sie lacht. Anna, er ist ja auch nur ein Mensch. Ja? Oder zum Beispiel, wenn ich im Laden bin und ich bin meinem Mann entgegen, das ist jetzt erst passiert vor ein paar Wochen. Ich war einkaufen im Vogel. Mein Mann war in einem Elektroladen, ich möchte den Namen jetzt gar nicht nennen. Und wir haben uns da getroffen und ich kam rein in den Laden. Ich war nirgendwo dran. Ja? Ich stand 1 Meter hinter der Kasse. Und mein Mann kommt mir entgegen und ich drehe mich mit meinem Mann um und wollte wieder rausgehen. Da schreit der Mann, obwohl da eine Kundin stand, hören Sie mal, kommen Sie mal bitte zurück, ich möchte mal gerne in Ihre Tasche gucken. Für mich, ich bin natürlich zurück, habe ihm meine Tasche gezeigt, für mich war das aber sehr diskriminierend und verachtend. So habe ich das empfunden. Und das sind halt dann die Sachen, wo ich täglich erlebe. Ja? Mein kleiner Enkel, 2 Jahre alt, der wurde schon mit 2 Jahren diskriminiert im Bus. Nur weil das Kind geweint hat. Der hat ein älteres Ehepaar. Da sieht man schon Ausländer. Was für eine Erziehung haben die denn? Das erlebe ich ständig. Das gehört praktisch schon dazu. Und wofür ich jetzt hier das sage, ich möchte es nicht, ich erwarte es, dass das aufhört. Dass ich als Mensch angesehen werde, nicht 2. Klasse, nicht 3. Klasse, ja? Und ich erwarte, dass meine Kultur und meine Sprache ich meinen Enkelkindern und meinen Kindern weitergeben kann, ohne diskriminiert zu werden. Was hat Integration mit meiner Sprache zu tun oder mit meiner Kultur? Nichts. Ich schade mit meiner Kultur keinen Menschen. Das ist das, was ich erwarte. Und dass das ein Ende hat, weil unsere Leute, wir haben das, ich sehe das auch so, unsere Leute wurden dafür in Auschwitz vergast, grausam ermordet. Ja? Wir sind es unsere Kinder schuldig, das weiterzugeben, was wir sind. Und nicht zu verstecken. Mein Mann sagte mal zu mir, Conny, weißt du was, für dich wäre es auch mal vielleicht, färb dich mal blond. Vielleicht wärst du dann nicht so diskriminiert. Werde ich niemals tun. Der einzige Grund, warum ich das machen würde, wäre vielleicht, damit man die grauen Haare nicht sieht. Aber ansonsten würde ich niemals tun. Ich bin, was ich bin. Und ich möchte als Mensch, erster Linie als Mensch akzeptiert werden und sonst nichts. Und nicht, wenn ich irgendwo hingehe, von der Seite angeguckt werde, diskriminiert werde, beschimpft werde, das erlebe ich ständig. Oder das Schimpfen mit das gewisse Z-Wort. Und da stehe ich für ein, dass das mal ein Ende hat, dass unsere Kinder nicht diskriminiert werden, weil sie unsere Sprache sprechen, weil sie unsere Kultur leben. Da möchte ich gerne die Freiheit drin haben und mich nicht verstecken müssen. Das haben unsere alten Leute machen müssen. Das ist das, was ich gerne möchte. Und das ist mein Alltag, wo ich immer wieder damit konfrontiert werde. Und das möchte ich nicht mehr. Ich verlange es, dass es aufhört, weil ich habe genauso Rechte wie jeder andere Mensch auch.